Hier am ersten Schlag. Heimliches Töten. Hol ihn dir. Hübsches. Ernsthaft? Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu unserem Let's Play zu Jack the Lions. Ich bin Seven Egg und aktuell sind wir im Süden Grand Chiens unterwegs und unser Ziel ist der mit 20 Einheiten hier verbarrikadierte Colonel Fauchot. Da wollen wir uns jetzt ranmachen, aber bis es losgeht, muss die Truppe hier noch erholt sein. Das ist jetzt erreicht. Und damit, ganz fit sind wir nicht, es ist Nacht, es regnet. Nein. Und hier die Virenprobe können wir nicht sammeln, aber wir können uns hier an den Eingang machen, da sind nochmal Hyänen, vor denen haben wir jetzt nicht so die Angst. Das ist ein Fall für unseren Großwildjäger. Glaub. This will be so easy, I'm already bored. Mit der Sniper geht's am besten. Yes? Auch Seven Egg nimmt die andere Sniper. Damit sollte das Hyänenproblem hier, also... Das ist ja quasi Overkill. Ready. So. We have agreement. Nur so pro forma. Und dann wollen wir uns doch den Kollegen. Der hat ja noch. Der hat's verdient. Mini M. 556er. Wie viel haben wir da noch? 9 mm haben wir viel. 556er. Ich glaube, das ist. Mit 140 Holzbit. Das ist eine komplette. Frage ist, ich habe halt. Wie gesagt, ich hatte beim letzten Mal gesagt schon, ich habe Waffen umsortiert und Munition umsortiert. Und das Problem ist, er hat eh verringerten Rüstungsdurchschlag. Aber das HK-21 können wir eh nicht benutzen. APK 762er, 556er hat Eis. Die NATO-Variante RPK können wir verwenden. Auch wenn wir nicht mehr so viel Munition haben, können wir mitnehmen. Und mit Hohlspitz. Boah. Können wir noch irgendwas modifizieren dran? Ein Versuch würde ich machen. Verbesserte Verlässlichkeit dran schrauben ist immer gut, würde ich sagen. Erhöhte Genauigkeit auch. Komm. Hat Barry gut gemacht. Okay, dann können wir hier auch ab. Echt keine Teile mehr. Keep it in real. Und dann geht's hier rein unter die Erde. This sector interest. We should explore. Hostile animal in the area. Oh man, ernsthaft? Oh, lustig. Erst war ich frustriert, dann sah er die roten Fässer. Oui. D'accord. Da können wir. Komm einmal. Rotes Fass. No, I do not have the shot. Was, du hast nicht, du triffst das rote Fass nicht, das kann ja wohl nicht sein. Wir bringen uns erstmal in Position. I am in movement. Player. Und hier würde ich sagen, you got a killer. Wir wissen ja nicht, wie viel und ob da nicht an der Seite. Oh, wir könnten sie einfach umgehen. Aber wir könnten sie einfach umgehen. Oh, Tierschutz. Komm, wir sind für Tierschutz. Hyänen sind okay. Jetzt ist das Problem. Eie. Wir könnten natürlich hier passieren. Was ist das für ein Schild? Aha. Jetzt können wir ja langsam passieren. Das dürfte vermint sein. Hier sind Hyänen.
A steht ein Funkgerät. Das wäre cool, da rauszufinden, was das Funkgerät uns zu sagen hat, ohne dass es explodiert. Wir werden also probieren, das hier in die Luft zu jagen. Und dann sehen wir weiter. Watch me pop a cap in this dude. The Lord smiles upon you, brother. I ain't trying to get turned into kibble. Know what I'm saying? I will shoot at enemy when available. Ja, da sind wir dafür. Du überwachst hier. Du überwachst hier. Und ach, du machst da hinten eine weg. Das sollte dann reichen. I've claimed another. My skills as a huntsman are unmatched. Eine Hyäne weg. Wieso läuft die weg? Fluchthyäne. Oh, da ist noch. Da ist was Großes. Okay, da ist was nicht Hyäniges. Eis hier. I'm packing steel. Wir rücken vor. Und finden raus, was da ist. Moving to position. Hello. Yes. Dr. Q. Womit was da ist, ist die Antwort bestimmt Armee-Dudes. Ja, tatsächlich ein Soldat. Soldat schwer verletzt, das ist ja super. I go to set up my shot. Aber das dürfte sich ausgehen da hinten. Move out! I will have you, buckets. Okay. Keep it in real. Target locked. Souverän. We have not rid this fear of its evil. We must remain prepared. Okay, hier ist noch mehr. Das ist unangenehm. Yes. Aber ich wollte ja hier plündern. Wo ist Barry? With certainty. Mister, ich guck mal, ob es explodiert. Let us see what the Lord. Something of great value. AR-15. Assault Rifle 15, 556er. Nett. Wir hatten ja bei Ice 556er. Mein 3x10, 3x18 auf der FNFL. Die war hohe Crit-Chance, enorm modifizierbar. Die war auf jeden Fall gut. Eine hatten wir ja auch schon mal. Barry hat Mollys dabei und Bums. So, das machen wir mal so. Die schrauben wir in Flays Weste. Kann niemand in Flays Weste schrauben, das ist schlecht. Dann hilft das auch nicht weiter. Hello. Geht's auf jeden Fall weiter. Aber wenn das hieß, da sind noch Feinde. Let's bounce. Ah, gut. Und vorsichtig weiter. I will try to become hard to see. Denn da hinten war der. Das Minenwarnschild vermutlich nur hier auf dem Bereich, aber. Good thing I brought my sneaks. Ich trau der Armee alles zu. Moving. Found a hostel. Schocksoldat. Ready. Ich bin schockiert, ein Soldat. Quietly, yes. We need to be careful at position before acting. Ich meine, der Schocksoldat selber ist nicht so gefährlich. Die werden erst im Team gefährlich. Enemy sighted. Okay, da war ein Alarm. Kommen wir zum Thema, die sind nicht so gefährlich. Barry, du machst jetzt erstmal nix. Du holst dir den, der sieht dich nicht, der... Geht einfach.
Okay, wo einer ist, sind auch mehr, hatten wir ja gesagt. Es läuft ja auch hier weiter. Bin hier erstmal dafür, das Gewehr zu nehmen. Oh, da wir das G36 ja kaputt gemacht haben. Da war ja was. Könnte ich mir vorstellen. Das ist eine gute Idee. Oh, kann Barry noch abgeben. Ein Zeitzünder. Hat noch jemand Platz? Ja, wir können einfach die hier verschrotten. So viel brauchen wir nicht. Dann kann er den mal Eis geben. Dann können wir, dann macht vielleicht doch Sinn, wenn Barry das Gewehr nimmt. Und können wir das modifizieren? Ne, wir haben halt keine Teile. Ach, den Chip sollten wir mitnehmen, das ist auch noch was. Und dann, Barry Unger. Nachdem wir alles eingesagt haben, ruhig weiter. C'est parti. Haben wir hier. Moving toward destination. Yes. Yes, going. Dann wir schleichen. Wie war das? Also vor der Barry, vor... Oh, ein Schocksoldat. I have located explosive device. Perhaps I dismantle. Perhaps I dismantle. I'm sure you dismantle. There is a trap here that must be avoided. There's a trap here that must be avoided. Hä? Der Rahmen oder was? I am on the prowl. If the wind holds steady, this will work. This is no good. It will spook the prey. Okay, bleiben Sie erstmal hier. This is how I approach the key. Okay, wir haben eine Mine, wir haben den da an der Seite und wir haben da vorne den Fred, den wir gleich wegmachen. Nein, wir schießen nicht auf Dr. Q. Muss da rauskommen. So, Flay, jetzt hast du die Chance. Einmal sauber, bitte. Naja, sauber sah anders aus, aber... Bitteschön. Den haben wir da hier an der Seite gesehen. Das habe ich genauer gesehen. Das sichern wir. Moving quietly. Auch Barry kann das sichern. Und auch du kannst das sichern. Also da. Du kannst nachladen. Und der Doc geht mal nach da. Und dann gucken wir mal, dass wir die Armee so langsam, aber sicher aus ihrem Versteck... Die will nicht raus. An Barry, mach uns mal den Weg frei. Hier hinter der Tür saß der. Yes? Wir überwachen die Runde nochmal, bevor wir vorrücken. Und bevor wir pushen, vielleicht ergibt sich noch was. Okay, er kommt nicht raus. Dann müssen wir uns überlegen, ob wir reingehen oder ob wir vorbeigehen. Aber wenn die hier auch den Weg vermieden, ist das ja voll fies. Dann muss Barry vor. Ich will move silently. Da drüben war einer. Licht ausschalten mit Barry. Das klingt doch nach einer Option. Secrets will be revealed. Oh, der hatte eine Machete. Und da geht's weiter. Aber. Time to sneak and peek. Wir wollen uns hier anschleichen. Going. Still undetected. The prey will not see me. Und dann vorsichtig hier. Schleichi, schleich. It appears the way forward will not be through this door. Okay. Geschlossen. Das geht nicht. Wow. Okay, wir kriegen die Tür nicht auf. Wir können das Licht nicht ausschalten. I will try to become hard to see. Dann fällt mir nur noch eine Sache ein, wie wir diese Tür aufbekommen. I am but a dream. Barry, benutzt den Dosenöffner.
Wir räumen hier mal frei. Still undetected. Wir haben ja noch hier einen HMX-Sprengsatz. Ey, das wäre ja... Oh, Barry hat auch noch... Also gut, bevor wir die ganz harten Dinge bringen, darf Barry auch noch das Schlosser-Kit verwenden. Aber ansonsten... Was ist der Unterschied zwischen dem Weg und der Sackgasse? Genau, D4. Da ist der Schocksoldat, wie erwartet, pausiert. Hier am Erstschlag. Heimliches Töten. Hol ihn dir. Hübsches. Ernsthaft? Attack with the army, damn it! Okay, der darf zurückschlagen. Das ist ja schlecht. This will be so easy. I'm already bored with it. Junge, das ist jetzt heute einfach nicht dein Tag. Junge, das war nicht dein Tag. Okay, was ist das? Das ist der U-Bahn-Haltestelle D. H15U gehen. Ui. Die U-Bahn. Daran haben wir ja gar nicht mehr gedacht. Oh. Das hilft. Das hier ist Schrott, aber die Munition ist gut. Das war Schrott. Das war Schrott. Dann Barry. Da hinten war Licht ausschalten. Funken fliegen und Lampen blinken. Etwas stimmt nicht. Dann sollte den richtigen Schalter finden und umlegen können, bevor jemand Verdacht schöpft. Barry. Christmas tree with an attitude. No, Alarm ausgelöst. Das ist schlecht. Also, ich würde sagen, der Alarm kommt von, und der Besuch kommt von da. Das heißt, wir gehen hier in Position. Play geht bitte nach da. Hier haben wir eine gute Stellung, die wir verteidigen können, würde ich sagen. Dr. Q bleibt hier. Barry rette sich, wer kann. Hier ist die Engstelle. Alle nach da. Volle Deckung. Plan schief gescheitert. Schief gescheitert. Fehlgeschlagen. So heißt das richtige Wort. Keep it in real. Hier machen wir die Tür zu. Also, auch da können wir Alarm aus. Ah, super. No diggity. Eyes here. How can I assist? Und dann. Ja. Yes? Schauen wir mal, was passiert. Gute Handwerker sind schwer zu finden, wir haben keine. What is your wish? Hier steht leider die Kiste. Sup, Player? Hello. Die sind ein bisschen störend. Wobei, wir machen die Kiste weg mit Barry. Moving. Dann kann sich Barry hier verstecken. Und im Zweifel hat Barry noch den Gegner Entsorger 1.0. 2.0. 1.0 haben wir. Granaten haben wir. Also falls die jetzt von da kommen, da, die werden wir auf jeden Fall... Wenn es zu schlimm wird. See, you beat the bushes, the bugheads come out. Ach, das geht. Elites-Abhör. Das heißt, wir halten mal erstmal mit dem Molly rein. Wir halten mit dem Molly rein und dann... Enemy has good visibility. Haben wir da auch Licht? Ui! Er hat Gegenfeuer. Schlecht. Ready. Ready to shoot. Devonek hat sich ausgeguckt, den Elite-Sapper da hinten. Einer muss die bösen Jungs wegmachen. 63? Ach du... Got a view to a king. Eieieiei. Okay. Das heißt, auf Play. Auf den Elite-Sapphör. Ah, beißt die Maus keinen Faden ab. Der hält ja ordentlich die Maus. Eyes here. Sehr gut.
Got a good shot on this mother. Eis auf Schocksoldat will ich nicht. Ich will hier auf den da. Einfach weil der Schocksoldat brennt. Einzelschuss können wir dem noch verpassen ins Bein. Damit kommt er nicht an uns ran. Das ist doch okay. Play, bitte Deckung. What is your wish? Doc. Waffe wechseln. Und hier überwachen. I shall keep vigil here. Und Sevenake, bitte hinlegen. Erwarte Granatfeuer. Okay, der ist erstmal schon mal müde. Hier. Uiuiui. Okay, der eine ist abgefackelt. Dr. Q. Ansonsten ist nichts passiert. Ready. Sevenake, aufstehen. Das Positive an Farbschützen ist einfach, die brauchen relativ wenig Munition pro Feind. Wenn sie treffen. Gold Rush. Now this is what I call handy. Ja, den hast du gut erwischt. Doc, aufstehen. Waffe wechseln. Du hast die Chance, hol ihn dir. Spirits grant you safe passage. Okay, das war die Nummer. Smoke them all. Und beim nächsten Mal lassen wir die Finger von irgendwelchen Schaltern, die Alarm auslösen könnten. Aber gut, war ein Versuch. Und wir haben immerhin Gegner gefunden, die Waffen dabei haben für uns, nämlich Diamanten. Können wir verkaufen. Sehr gut. Rotmunition, das ist immer gut. Und eine Kevlar-Weste, die brauchen wir nicht, aber gut eine zu haben. Für den Fall, falls uns mal eine über den Weg läuft. Und damit gehen wir hier weiter. Durch den Tunnel. Okay, wir sind in Fort Brigand. Ab jetzt wird's lustig. Oh Mann. Sergeant Paris, Colonel for Show. Ayo, Heidi Ho. Wir sind da. Das Ziel ist der Colonel. Wir verschaffen uns mal einen Überblick. Hey, das sieht ja richtig solide aus. Okay, die sind oben. Er ist unten. Der Sarge auch oben. Okay. Okay, Einsatz in Manhattan. Okay, wir sind drin. Wir sind drin. Das war ja mittelmäßig schwer. Manche sagen einfach. Okay. Wir holen uns den Chief und dann lassen wir es krachen. Bin dafür, wir fackeln ihn die komplette Bude ab. Aber nicht mehr heute. Wir haben den Laden infiltriert. Jetzt wird der beim Gegner aussortiert. In diesem Sinne, beim nächsten Mal geht's weiter. Tschüss, bis dann.